Moin und herzlich willkommen zurück hier in der Werkstatt. Mein Name ist David und hier im Hintergrund steht Irrawaddy, mein Kajak. Ist schon ein ganzes Stück gewachsen und heute geht's ein Stück weiter. Also, los geht's! Ich habe nun bereits die Schotte angepasst an die Bootsform. Da war hier und da noch ein bisschen Schleifarbeit notwendig, nicht viel, aber ein bisschen die Kanten entlang und hier oben die Ausschnitte für die Decksstringer. Außerdem habe ich bei dem hinteren Schott, genauso wie bei dem hinteren Rahmen, schon die Durchführung für das Skeg-Seil gebohrt. Außerdem oben eine Verstärkung später fürs Aufkleben des Decks und jetzt für ein bisschen Stabilität des Schottes selbst angebracht. Ganz ähnlich bei dem vorderen Schott, nur durch die Biegung konnte ich hier natürlich keine einfache Vierkantleiste nehmen, sondern habe mir hier aus 5 mm Sperrholz nochmal so eine Doppelung gesägt und mit Epoxidharz aufgeklebt. Jetzt geht es an das endgültige Positionieren im Boot. Hier muss ich noch einmal dran entlang schleifen und dann geht es ans Einkleben. Ich habe mir die Position der Schotte entsprechend plan hier oben auf dem Decksstringer eingezeichnet. Hier das hintere Schott, hier der hintere Rahmen und habe an den Stellen auch schon das Klebeband, was ich für die Klebefugen hier aufgeklebt habe, entfernt. Setze die Schotte jetzt hier ein und dann können die provisorischen Streben bis auf die mittlere vielleicht auch rausgenommen werden. Ganz hilfreich ist, wenn man sich die Position hier einzeichnet, dass man auch einen kleinen Pfeil macht, in welche Richtung oder von welcher Richtung das Schott an diese Position geschoben wird. In diesem Fall ist das, hier haben wir die Position für das Schott und von hinten schiebe ich heran und vorne genau andersherum, sodass die Länge von dem Cockpit später so ist, wie im Plan definiert. Die Schotte sind eingesetzt. Ich werde hier den mittleren Balken werde ich noch drin lassen, einfach weil der die größte Breite des Rumpfes zeigt. Der kommt dann erst nach dem Verkleben der einzelnen Planken heraus. Die Schotte fixiere ich jetzt mit ein paar Punkten Sekundenkleber und dann kann ich den Rumpf noch einmal prüfen, ob alles richtig in der Waage ist. Ob irgendetwas verzogen ist, das zeige ich euch gleich. Ja, und so ist das, wenn man draußen arbeitet. Jetzt fängt es an zu regnen. Wie gerade schon erwähnt, gibt es jetzt noch einen Test, den ich machen möchte, um zu gucken, ob das Boot in sich irgendwie verzogen ist. Dafür legt man zwei etwas längere Holzleisten über das Boot, genau parallel. Ich orientiere mich da jetzt an den Mallen und lege die so hier drüber. Und wenn man jetzt von vorne oder hinten über das Boot peilt, guckt man sich an, ob diese beiden Leisten jetzt irgendwie gegeneinander verwinkelt sind. Wenn ja, muss man gegensteuern, also hier und da noch mal ein bisschen ziehen. Wenn nein, ist alles gut. Noch einmal von vorne gucken.
Das sieht aber insgesamt wirklich sehr, sehr gut aus und ist eine Folge davon, mit diesen Mallen zu bauen, also das Boot nicht so ganz freitragend zusammenzustellen. Und wichtig dafür ist auch, dass man das Anziehen von den Drähten immer Backbord, Steuerbord gleichmäßig nach vorne und hinten macht, sodass man eigentlich von Anfang an gar keinen Verzug in das Boot hineinbaut. Und dann ist das hier eher nur ein Kontrollschritt, der keine großen Überraschungen zutage fördern sollte. Okay, der Rumpf ist geprüft. Das sieht alles soweit gut aus. Das heißt, jetzt geht es an das Verkleben der Planken. Ich gehe dabei so vor, dass ich erstmal zwischen den Drähten Verklebungen setze, diese dann aushärten lasse und dann kann ich die Drähte entfernen und erst dann ziehe ich die endgültige Verklebung von innen durch. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich halte diese hier für die beste, die eleganteste, weil einfach die Drähte raus können und weil man nicht jetzt irgendwie nochmal mit Klebeband von außen hantieren muss, wo man dann nicht weiß, verzieht sich vielleicht wieder etwas. Am Bug und genauso auch hinten am Heck funktioniert diese Methode nicht, einfach weil hier die Spannung auf den Drähten so hoch ist, dass ich Sorge hätte, wenn ich nur auf den kleinen Räumen dazwischen klebe und die Drähte dann herausnehme, dass sich dann wieder irgendwie etwas löst. Das heißt, hier die äußersten, ich sag mal 15, 20, 25 cm, da werde ich eine Klebenaht über die Drähte drüber streichen und die Drähte am Ende bündig abschneiden und schleifen. Dann bleiben diese kleinen Stücke drin. Das ist auch kein großes Problem, weil Kupfer ja auch keinerlei Rostanfälligkeit hat. Also das geht so. Ich benutze hier von R&G das Epoxidharz L mit dem Härter GL1 und GL2. Das Schöne an diesem System ist, dass man die beiden Härter im beliebigen Verhältnis mischen kann und damit unterschiedliche Topfzeiten, also Verarbeitungszeiten, erzeugen kann. Der Härter GL1 erzeugt ungefähr 30 Minuten Topfzeit, der Härter GL2 ungefähr 210 Minuten. Bei R&G gibt es Tabellen, die genau beschreiben, was für eine Topfzeit man erwarten kann, mit welchem Mischungsverhältnis. Ich werde hier jetzt ungefähr 50-50 nehmen. Das gibt mir dann etwa eine Stunde Zeit zum Verarbeiten. Und ich hoffe, dass ich in der Zeit einen Großteil der Klebestellen schaffe. Wichtig dafür zum genauen Mischen eine feine Waage. Die hier hat 0,05 Gramm Auflösung. Außerdem ein Mischbecher und Rührstäbe. Unbedingt Handschuhe tragen, denn Epoxidharz ist sehr aggressiv auf der Haut. Und da das Epoxidharz alleine zu dünnflüssig wäre, muss ich es andicken. Dafür nehme ich von West System das 405. Das ist ein ungefähr holzfarbener Füllstoff. Und da der alleine, ich habe da vorher ein bisschen ausprobiert, etwas zu dunkel wird für das Okume-Sperrholz, fülle ich das noch etwas auf mit Baumwollflocken, ungefähr 50-50 auch, diese beiden Füllstoffe. Es ist jetzt 2 Tage später, das heißt, das Harz sollte völlig ausreichend durchgehärtet sein. Und dann kommt jetzt der spannende Punkt, ob alles hält, wenn ich die Drähte entferne. Schauen wir mal. Ich habe mir jetzt hier solche Spitzenbeutel besorgt, oder Spitzbeutel. Ich versuche das jetzt mal da reinzufüllen.
Also es sei dazu gesagt, das ist jetzt alles hier der erste Versuch. Ihr seid live dabei. Aber ich habe ja noch ein bisschen vor mir und wenn das jetzt beim ersten Mal nicht so gut klappt, dann kann ich euch an den anderen Stellen auf jeden Fall noch zeigen, was ich dann daraus gelernt habe. Und werde vielleicht von da auch dann noch mal ein paar Detailaufnahmen dazusetzen. Ja doch, das geht gut mit dem Beutel. 50 Gramm sind schnell weg dann. Ich habe jetzt neues Harz angemischt und angedickt, genau wie vorher, und hier in den Beutel gefüllt. Ich hatte gerade in der ersten Ladung schon gemerkt, dass es deutlich einfacher ist, wenn wirklich genug Harz in der Hohlkehle da ist, also nicht zu versuchen, mit dem Beutel schon die Kehle zu erzeugen. Lieber etwas üppiger auftragen und dann später abnehmen. Was schwierig ist dann immer das Ende gut zu erwischen. Aber ich denke, so geht das. Die Hohlkehlen sind jetzt ein bisschen angezogen, noch lange nicht durchgetrocknet, also an der Oberfläche ist das Harz noch richtig klebrig. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt die Verstärkung aus Glasfasergewebe aufzubringen. Ich werde hier an den Schotten vorne und hinten ein Glasfaserband drüberlegen und genauso hier im Kielbereich. Und dann erhält dieser Cockpitbereich eine komplette Glasfasergewebelage. Vorne und hinten dagegen werde ich nur die Verklebung, also nur die Hohlkehlen mit einem Gewebeband verstärken. Dieses hier ist jetzt 130 Gramm pro Quadratmeter schwer, 50 mm breit und ich habe es vorher schon zugeschnitten, sodass es hoffentlich jetzt da hinten passt. Das Gewebe muss komplett getränkt sein mit dem Harz. Es sollte aber nicht schwimmen, also man darf ruhig noch die Gewebestruktur erkennen, aber es sollte klar sein. Also dieses normale Glasfasergewebe, das wird halt, wie man hier ja auch schon sieht, beim Tränken durchsichtig. Und daran erkennt man ganz gut, wo noch trockene Stellen sind, wo man also noch nacharbeiten muss. Das zweite ist, worauf man achten muss, dass unter dem Gewebe keinerlei Luftblasen bleiben. Auch die erkennt man relativ gut, dadurch, dass das Gewebe eben durchsichtig wird. Und nach meiner Erfahrung geht das am besten bei so kleineren Flächen wie hier mit einem breiten Borstenpinsel. Mit dem kann man dann ein bisschen streichen, ein bisschen drücken und klopfen und bekommt so alle Luftblasen heraus. Für größere Flächen eignet sich dann eine Rolle ganz gut oder auch ein Spatel. Außerdem gibt es dann bestimmte Werkzeuge, auch so eine Art Rolle, womit man die Luftblasen herausdrücken kann. Als letztes hier im Bereich des Cockpits kommt jetzt ein komplettes Glasfasergewebe. Dieses hat 110 Gramm pro Quadratmeter, also nicht besonders schwer. Es geht da einfach nur um ein bisschen zusätzlichen Schutz für das Holz, weil man hier ja auch mit den Füßen reintritt.
Weiter geht es jetzt mit dem hinteren Teil. Vorne ist soweit alles fertig. Hier hinten müssen auch erstmal die Drähte noch entfernt werden. Dann schleife ich innen wieder kurz an und dann werden die Hohlkehlen eingezogen und es geht weiter. Teil des Bootes werde ich nicht wie im Cockpit eine komplette Lage Glasgewebe einfügen, sondern nur Streifen entlang der Hohlkehlen. Dafür habe ich hier verschiedenes Glasgewebeband. Das ist 40 mm breit, 225 Gramm. Das werden diese Längsstreifen am Kiel und an der Kimm. Hinten ganz in der Spitze ist das jetzt etwas schwierig noch schön zu arbeiten. Da geht es einfach darum, alles abzudecken, alle Kanten, irgendwie das Epoxy, diese Mischung da reinzukriegen. Es muss nicht schön sein, aber es sollte halten. Die Verfüllung hier von dem Heck, die ist jetzt mehr als ausreichend ausgehärtet. Man sieht, dass einiges so ein bisschen nach außen, ja, ich sag mal, durchgedrückt hat. Ist aber nicht weiter schlimm, das wird auch nochmal angeschliffen. Das heißt auf jeden Fall, dass jetzt der Zeitpunkt ist, hier die letzten drei Drähte zu entfernen. Und da wollte ich euch noch einen kurzen Trick mitgeben, wie das auch hier in diesen Bereichen bei den Drähten, die ja jetzt quasi verklebt sind, klappen kann. Und jetzt ist der Trick, dass ich hier den Draht mit einem Feuerzeug etwas erhitze und dann versuche herauszuziehen. Ja, und dann ist da ja noch dieser komische Name, der auch überall oben im Titel mit drin steht. Irrawaddy. Ja, was ist das denn nun wieder? Keine Ahnung, ob das überhaupt richtig so ausgesprochen ist, aber der Hintergedanke war, dass ich ein Boot bauen möchte, das sowohl im Süßwasser zu Hause ist, mit dem man aber auch mal eine Tour auf dem Meer unternehmen kann. Sprich, in beiden Welten Süß- und Salzwasser. Und im Tierreich ist das tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Eigenschaft. Es gibt gar nicht viele Tiere, die das können. Einer von diesen wenigen ist der Irrawaddy-Delfin. Der ist benannt nach dem gleichnamigen Fluss in Südostasien. Und ich fand den Namen einfach so lustig, mit diesen Doppelbuchstaben da drin und dem lustigen Klang. Und naja, wer mag schon keine Delfine? Und so war der Name geboren für das Projekt Irrawaddy. Und damit ist es tatsächlich geschafft. Alles verklebt, alle Drähte sind wieder raus. Für mich ein sehr großer Schritt. Ich hoffe, er hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und freut euch aufs nächste Video, wenn es weitergeht. Bis dahin, ciao!